Das war einfach gut zu sehen, auch bei mein erster Unterricht, wie gut das ankam. Ich habe da eine Bekannte oder Freundin motiviert, die echt nur mir zuliebe da angekommen ist, dass ich die Teilnehmer habe. Die hat gesagt, ich hasse Sport, ich mache das nicht mit. Und dann sie war da, sie ist bis heute bei mir in dem Kurs drin. Das ist der Wahnsinn. Und sowas macht mir Spaß. Also dann weiß ich, gut, ich habe was Gutes gemacht. 6, 7, 8. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Peter und willkommen auf unserem YouTube-Kanal hier auch auf einem neuen Erfahrungsbericht heute. Wir sprechen über die Hit the Beat-Ausbildung. Ich habe hier vor mir die liebe Katalin. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir hier die Zeit nimmst, für dieses Interview am Start zu sein. Stell dich doch einfach ganz kurz einmal vor. Ja, hallo, ich bin die Katalin. Ich bin 54 Jahre alt. Ich komme aus Bayern, aus Unterfranken. Ich habe vorher erzählt, ich lebe Ende der Welt. Ich bin berufstätig. Wir haben ein kleines Schlosshotel und daneben bin ich Trainerin. Ich habe drei Kinder, bin verheiratet und ich liebe Sport. Geil, das hört sich nach einem großen Abenteuer an. Hotel, dann noch Sport, drei Kinder. Da hast du auf jeden Fall schon etwas hinter dich gebracht und ein schönes, spannendes Leben. So hört sich das an. Mega. Und was mich jetzt interessieren würde bei so vielen Dingen, die du da tust, wie bist du zu dem Beruf als Fitnesstrainer gekommen und wie bist du auf Hit the Beat aufmerksam geworden? Also ich habe den Ausgleich gesucht zu meinem Alltag und mit Sport. Das ist super. So halte ich das aus. Ich liebe Sport. Ich brauche das. Das ist mein Urlaub. Das ist meine Freizeit. Das ist einfach klasse. Und Hit the Beat habe ich bei einer Sportveranstaltung gefunden. Da habe ich gleich mitgemacht. Das war so ein Event. Das hat mir Spaß gemacht. Dann habe ich zuerst nur für mich circa ein Jahr lang den Kurs besucht. Die Trainerin hat mich dann einmal gefragt, ob ich die Ausbildung machen möchte. Ich habe das sofort abgelehnt. Geht's noch? Nein, ich habe keine Zeit. Und dann so 3 Monate später, sie hat mir 3 Tage gegeben, jetzt oder nie, entscheide dich. Eine Seite hat gesagt, mach das nie im Leben. Wie sollst du das noch machen? Du kannst das gar nicht unterrichten. Die andere Seite hat gesagt, mach das. Ich bin einfach ins kalte Wasser gesprungen. Ich habe zugesagt. Und ich habe es nicht bereut, das war super. Sehr gut. Cool. Und was hat dich am Ende dann doch überzeugt, die Ausbildung zu machen? Weil du hast gesagt, wenig Zeit, ne? Es gibt ja Menschen, die dann im Hauptberuf sind und das nebenberuflich machen wollen, aber der Zeitfaktor manchmal eben nicht mitmacht. Was hat dich dann am Ende überzeugt, doch am Start zu sein? Also ich wollte mein Leben ein bisschen verändern und ich habe schon erzählt, ich habe vorher nur für mich HitTorBit mitgemacht. Ich war schon Trainerin, aber HitTorBeat hat mich fitter gemacht. Da ist ein riesen Motivationsenergie drin. Das ist alles, wenn du in den Kurs rangehst, du hast scheiß Laune, du kommst positiv raus. Das ist einfach klasse. Das verändert deinen Körper innen, außen. Das gibt dir Kraft. Du hast ein geiles Gefühl, wenn du rauskommst. Es ist einfach. Geil. Ja, freut mich. Du siehst auch sehr, sehr fit aus. Freut mich, dass Hit the Beat da auch ein wenig zu beitragen Ja. konnte. Zum Thema der Ausbildung. Dann bist du in dieses kalte Wasser gesprungen. Was ist dann passiert? Wie war die Ausbildung? Wie hat sich's angefühlt? Was ist da genau passiert? Wie war es mit dem Trainer? War's einfach? War's schwer? War's fördernd? Gib uns da noch ein paar Inhalte und Insights. Ja, die Ausbildung, also die erste Ausbildung, ich dürfte das noch live machen. Das war, glaube ich, 2020, Februar oder Januar. Es war mega, es war klasse, aber es war anstrengend. Ich habe solche Muskelkater noch nie in meinem Leben gehabt. Es war trotzdem cool, sehr cool. Ich liebe sowas. Wie gesagt, ich habe da ganz viel gelernt. Die waren echt hilfsbereit. Ich weiß, es war ein Move, ich habe es nicht hingekriegt. Die haben das stundenlang mit mir gemacht, bis ich das hinbekommen habe. Und die haben uns motiviert, die waren hilfsbereit. Es war einfach super. Cool, bei wem hattest du die Ausbildung noch gemacht? Wer war dein Mastertrainer? Dani. Ah, cool.
Nice, nice. Ja, das freut mich natürlich sehr zu hören. Das sagen viele unserer Teilnehmerinnen. Der Muskelkater nach der Ausbildung ist immens. War es bei dir noch 2 Tage die Ausbildung? Das war 2 Tage die erste Ausbildung, ja, 2 Tage, ja. Nice. Das haben wir für die Leute, die jetzt das Video neu gucken und sich für die Ausbildung interessieren. Wir haben das geändert. Es ist mittlerweile 3 Tage. Plus eine Online-Vorbereitung, damit der Körper das besser annehmen kann. Natürlich trotzdem riesen Respekt für dich, dass du das auch in diesen 2 Tagen gemeistert hast. Und dann musstest du ja, hattest du ja 1 Monat Zeit, die Prüfung abzulegen. Wie hast du dich gefühlt? Warst du nervös? Wie hast du das dann gemacht? Ja, ich habe dann nur geübt, geübt, geübt gehabt, 4 Wochen lang. Ich habe alle meine Freunde angerufen, meine Sportfreunde. Die müssen alle kommen. Die wussten gar nicht, was kommt. Die haben es gemacht. Das war einfach gut zu sehen, auch bei mein erster Unterricht, wie gut das ankam. Ich habe da eine Bekannte oder Freundin motiviert, die echt nur mir zuliebe da angekommen ist, dass ich die Teilnehmer habe. Die hat gesagt, ich hasse Sport, ich mache das nicht mit. Und dann sie war da, sie ist bis heute bei mir in dem Kurs drin. Das ist der Wahnsinn. Und sowas macht mir Spaß. Also dann weiß ich, gut, ich habe was Gutes gemacht. Wie fühlt sich das an, dann so ein Feedback zu bekommen und sowas zu erleben? Das ist ein geiles Gefühl, wirklich. Da merke ich, das lohnt sich. Also das reicht mir. Einfach, wenn ich meine Kunden, meine Teilnehmer sehe, die sind glücklich, ihre Körper entwickeln sich in die richtige Richtung und die erreichen ihre Ziele. Ich motiviere sie auch ständig und zusammen können wir alles erreichen. Bei mir gibt es unmöglich selten. Geil, geil. Freut mich selber, dass du natürlich unsere Werte auch repräsentierst, auch vorher schon, und dass die Werte von Hit the Beat auch zu dir passen, weil ich liebe es natürlich auch, dass die Leute gemeinsam an sich arbeiten, gemeinsam wachsen, sich gegenseitig inspirieren. Kannst du sonst noch sagen, was die Teilnehmer und Teilnehmerinnen dir sonst so als Feedback geben während des Kurses und nach dem Kurs? Ja, dass es anstrengend ist, aber das muss so sein, dass ich sie motiviere. Deshalb kommen die, dass wir es zusammen, wie du gesagt hast, durchziehen und allein würden das nie im Leben schaffen. Aber zusammen diese Gruppen Fühlung, das ist geil. Kannst du noch mal in deinen eigenen Worten sagen, was macht dir an Hit the Beat und an dem Workout, vielleicht auch an der Kommunikation mit den Teilnehmern, also was macht dir generell da am allermeisten Spaß? Die Musik ist geil. Das motiviert auch. Und wenn du keine Kraft mehr hast, dann ziehst du das trotzdem durch. Wirklich. Geil, das freut mich. Wie oft gibst du dann Kurse jetzt momentan? Machst du einmal die Woche, zweimal die Woche? Wie ist das bei dir aufgebaut? Zweimal die Woche gebe ich Hitlerkurse, ja. Cool. Das freut mich mega. Ich sehe das ja auch ab und zu auf Und im Instagram. Sommer mache ich noch ab und zu. So kostenlos für alle draußen. Cool, also liegt dir das sehr am Herzen, einfach anderen Menschen auch zu helfen mit deiner Leidenschaft und sie in die Bewegung zu bringen, dass du das sogar kostenfrei für einige anbietest. Ja, weil Bewegung gut ist, es tut uns gut. Und fit werden ist super. Oder fit sein ist super. Geil. Ja, ich sehe, du strahlst es auch aus, ne? Es freut mich sehr, dass du in diesem Alter auch noch so viel Leidenschaft hast an Bewegung, an Sport und Hit the Beat da auch ein bisschen dazu beitragen kann. Was sind jetzt persönlich deine nächsten Ziele? Wie möchtest du weitermachen mit Hit the Beat, mit Sport? Was ist also deine Wünsche? Gibt es da schon was Neues? Meine Wünsche. Ja, ich möchte noch mehr Leute begeistern, dass Bewegung gut ist. Ich möchte denen was beibringen. Ich möchte die motivieren. Ich möchte, dass sie ihre Ziele erreichen. Und wenn sie das nicht schaffen, dann sollen sie mich mal aufsuchen. Ja, Hitobit macht einfach den Kopf frei. Es macht uns glücklich. Du bist echt nach dem Kurs zufrieden mit der ganzen Welt, mit dir selbst. Du bist stolz auf dich. Es ist einfach super. Geil, geil. Also ich finde das sehr schön, wie du das hier ausdrückst. Für alle, die mit Katalin trainieren wollen, unten in der Beschreibung ist ja auch ihr Instagram-Kanal, kann sich gerne bei ihr melden. Dann kann man da, wo sagst du, ganz weit im Dorf, wo genau wohnst du nochmal?
Also ich gebe in Gerolzhofen Kurse im Vitalo Fitness. Okay, cool. Das war, wie du gesagt hast, das ist ja in der Nähe von München, ne? Ja, eher Würzburg, Volkach, Schweinfurt, ja. Okay, cool. Also wie gesagt, zieht durch, ne? Meldet euch bei Katalin, wenn ihr Bock habt auf so eine frische Energie und Inspiration. Die letzte Frage, Katalin, wenn es Menschen gibt, ne, auch in deinem Alter, die Lust haben an Bewegungen, die da was Neues entdecken wollen. Und jetzt zum Thema der Hit-the-Beat-Ausbildung. Warum sollten Sie das tun, in deinen eigenen Worten? Sie können das schaffen. Sie können andere Leute motivieren. Und es ist einfach gut. Das ganze Konzept ist gut. Das ist ein Ganzkörpertraining. Das ist Krafttraining. Das ist Ausdauertraining. Das ist alles drin. Du wirst fit damit. Und wirklich, dein Alter zählt keine Rolle. Du kannst jung sein oder ich sag mal alt sein. Du kannst jede Übung machen. Also. Da gibt es Varianten. Also es ist keine Bremse. Geil. Ja, freut mich. Schön zu hören, dass du Ich da liebe so. das und Dann sag noch mal zum Abschluss, was liebst du noch außer die Musik? Sag mal noch einen Punkt, außer die Musik, was liebst du an Hit-The-Beat noch am meisten? am meisten, es macht mich echt stark, innen und außen. Cool. Stolz, das ist einfach super. Und dieser Zusammenhalt, das ist diese positive Energie, die Motivation. Also du gehst glücklich raus nach dem Kurs. Geil. Ja, freut mich, dass du da so positiv blickst auf diese ganze Geschichte. Das war es auch schon, was das Interview angeht. Vielen lieben Dank für die Worte, für die Gefühle, für die Gedanken, die du hier geteilt hast als Ja. Hit-the-Beat-Trainerin. Hoffentlich sieht man sich auch bald mal bei Events persönlich, bei Fortbildung, Ausbildung. Da würde ich mich freuen, dich da wiederzusehen. An alle anderen Zuschauer, die das jetzt gesehen haben, sich davon inspirieren möchten, auch gerne so einen Weg einschlagen wollen als Trainerin, andere zu inspirieren, selber auch nochmal, wie die Katalin das gesagt hat, mental stärker zu werden, körperlich stärker zu werden. Da gibt es alle Informationen in der Beschreibung. Könnt ihr gerne ein Gespräch mit mir oder mit meinem Team suchen. Da beantworten wir euch alle Fragen zum Thema Ausbildung online oder vor Ort. Ihr seid da herzlich willkommen, Teil der Community zu sein. Würde mich freuen, wenn ihr diesen Weg mit uns beschreitet. Auf diesem Sinne gerne ein Like da lassen, Thumbs up. Könnt hier am Ende auch am Video seht ihr später noch ein paar andere Playlists, Videos, Workouts, Erfahrungsberichte und da findet ihr ganz viele Infos über uns. Bis dahin, Katalin, bye bye. Dankeschön. Danke dir, dass du hier die Zeit genommen hast. War mega und ich wünsche noch einen geilen Tag, geilen Abend. Ne, jetzt ist ja schon Na, 2 Uhr, also noch großartig. ein geilen Tag, ist noch ein bisschen Zeit zum Abend und wir hören uns. Jawohl, Dankeschön. 5, 6, 7, 8.